Genossinnen, der Unterbezirksvorstand hat am 15. April einstimmig beschlossen, Bernhard Reuter zur Wiederwahl vorzuschlagen. Durch die Fusion, die am 1. November dieses Jahres in Kraft tritt, sind nicht nur Kommunalwahlen nötig, wir müssen nicht nur einen gemeinsamen Kreistag wählen, sondern durch die Fusion muss auch der Landtag neu gewählt werden. Das war 3 Jahre vor Ablauf der regulären Amtszeit von Bernhard Reuter. Wir haben im Landkreis Göttingen inzwischen eine sehr gute Arbeitsbeziehung mit den Grünen, ein gut funktionierendes Bündnis im Kreistag, und wir haben mit den Grünen vereinbart, dass wir die gemeinsame Gruppe auch in der nächsten Wahlperiode fortsetzen wollen. Also in der Wahlperiode von 2016 bis 2021. Das ist eine gute Grundlage, denn die Fusion der beiden Landkreise ist nicht nur ein Meilenstein für unsere Region, sondern das ist auch eine riesige Herausforderung, das zu gestalten. Und deshalb ist es wichtig, dass sich die bewährte Zusammenarbeit von Rot-Grün im Landkreis auch nach der Wahl mit entsprechenden Mehrheiten hoffentlich fortsetzen wird. Die Grünen haben daraus eine Konsequenz gezogen. Sie stellen keinen eigenen Landratskandidaten auf. Das, glaube ich, ist ein großes Vertrauen auch in Bernhard Reuter, den Sie als Landrat erlebt haben, der kooperativ ist und der sich an Verabredungen hält und der gemeinsame politische Projekte konsequent umsetzt. Wir werden also mit den Grünen zusammen für Bernhard Reuter kämpfen. Ich will mal 4 Gründe nennen, warum Bernhard für uns als gemeinsamer Kandidat eigentlich völlig unumstritten sein müsste. Der erste Grund: Bernhard Reuter ist ein absoluter Profi. Ich kenne kaum einen anderen Landrat in Niedersachsen oder in Deutschland, der so professionell arbeitet wie Bernhard. Er ist ein erfahrener Verwaltungschef. Er kann gut mit Personal umgehen, er kann gut mit Menschen umgehen. Er hat sich das Vertrauen seiner engsten Mitarbeiter erworben und das Vertrauen aller übrigen Mitarbeiter. Er ist seit 2002 Präsident, abwechselnd Präsident und Vizepräsident des Niedersächsischen Landkreistages. Seit 2010 ist er Vizepräsident des Deutschen Landkreistages. Er hat also auch landes- und bundespolitisch viel Erfahrung. Er ist ein Kommunalpolitiker mit viel Einfluss in unserem Land. Und Stefan Weil hat zu Recht darauf hingewiesen, dass er ja auch als Vorsitzender des Regionalverbandes Südniedersachsen im Grunde genommen schon 15 Jahre lang sehr intensiv auch das betreibt, was wir im Augenblick machen. Nämlich, und das ist der zweite Punkt, Bernhard Reuter ist und war der Motor dieser Fusion. Seit er Landrat in Osterode ist, beschäftigt er sich damit. Seit wir den Regionalverband in Südniedersachsen vor 20 Jahren gegründet haben, war das immer ein Thema. Und für diese Fusion ist er auch 2-mal ins Risiko gegangen. Einmal, als er vor 5 Jahren hier in Göttingen als Landratskandidat antrat, da hat er eine sichere Position in Osterode aufgegeben. Und jetzt, obwohl er überzeugend gewählt worden war vor 5 Jahren, muss er 3 Jahre vor Ablauf seiner Amtszeit sich der Wiederwahl stellen. Das macht nur einer, der von dieser Fusion absolut überzeugt ist. Er geht also auch mit gutem Beispiel voran und verkürzt seine eigene Amtszeit um der Sache willen. Ich finde, das ist großartig. Und wenn ich sehe, Bernhard, mit wie viel Leidenschaft ihr schon im Anfangsstadium, schon im Vorstadium des Vollzugs dieser Fusion,
die Dinge angepackt hat, wenn ich mir nur die hochkomplizierte Fusion der Volkshochschulen, die ja in Göttingen, das hat ja 20 Jahre gedauert, bis das soweit war, und jetzt kommen auch noch die Volkshochschulen aus zwei Landkreisen und der Stadt Göttingen zusammen, das habt ihr hervorragend gemacht. Das ist der zweite herausragende Grund, der für Bernhard Reuter spricht. Der dritte, Bernhard ist natürlich wie kaum ein anderer fest verankert in beiden Landkreisen. Er kennt den Landkreis Osterode und den Landkreis Göttingen wie seine Westentasche. In Osterode war er von 1999 bis 2011 Landrat, seither ist er es in Göttingen. 2006 hat er in Osterode noch mit 62,1% der Stimmen seine Wiederwahl erreicht. Und in Göttingen kennen wir Bernhard Reuter. Stefan und ich kennen ihn schon aus dem ersten Semester 1978. In Göttingen war er Student, in Göttingen war er später Lehrer und Schulleiter, 10 Jahre in der Schulleitung der Leinebergschule. Ich glaube, viel besser kann man in der Region nicht verankert sein als Bernhard Reuter. Und der vierte Punkt, Bernhard Reuter kann mit Geld umgehen. Das wird den Sozialdemokraten gelegentlich abgesprochen, aber hier haben wir mal ein schönes Beispiel dafür, dass das eine Legende ist, die man auch schnell widerlegen kann. Bernhard Reuter hat die Schuldenwirtschaft seines Vorgängers Schermann beendet. Seit der Amtsübernahme 2011 konnte sich der Landkreis Göttingen wirtschaftlich erholen und er steht besser da als je zuvor. In 5 Jahren hat sich die Finanzlage des Landkreises um 80 Millionen Euro verbessert. 2011 lagen die Kassenkredite noch bei 55 Millionen Euro. Ein Höchststand, der unter Bernhard Reuter vollständig abgebaut werden konnte. 35 Millionen Euro kamen aus der Entschuldungshilfe des Landes als Fusionsprämie. Und 20 Millionen Euro hat der Landkreis durch seine gute Haushaltspolitik, sicher auch durch gute Steuereinnahmen, aber eben auch durch Wirtschaften mit Augenmaß erwirtschaftet und dazu beigetragen. 2012 hatte die CDU noch versucht, Panik zu verbreiten und erklärte dem Landkreis Göttingen drohe im Fall einer Fusion ein finanzielles Fiasko. Göttingen würde durch die Fusion mit Osterode und gemeint war auch von Osterode in den Abgrund gerissen. Das waren die Sprüche, die wir damals gehört haben. Und was ist in Wirklichkeit passiert? In Wirklichkeit ist das Gegenteil eingetreten. Von der Entschuldungshilfe des Landes Niedersachsen erhielt Göttingen 35 Millionen Euro, der Landkreis Osterode 45 Millionen Euro und der Landkreis Göttingen hätte diese Entschuldungshilfe ja selber gar nicht bekommen können. Er hat sie nur bekommen, weil Osterode so hoch verschuldet war. Und Osterode hätte sie auch nicht bekommen, wenn sie nicht mit Göttingen fusioniert hätte. Mit anderen Worten, dies ist ein mutiger Schritt, von dem am Ende beide profitiert haben. Der Landkreis Göttingen ist finanziell konsolidiert, die Schulden sind abgebaut, die politische Handlungsfähigkeit ist wiederhergestellt. Und ich finde, Bernhard, das ist ganz maßgeblich dein Verdienst. Und schon das wäre ein Grund, uneingeschränkt für deine Wiederwahl zu plädieren. Also den 4 Gründen möchte ich noch einen 5. hinzufügen, den die Grünen vielleicht nicht ganz mittragen können, der aber auch von besonderer Bedeutung ist. Ich finde, Bernhard Reuter hat ganz hervorragende sozialdemokratische Politik gemacht. Das war nicht so einfach in diesem Landkreis. Aber als dann die erste große Krise kam, die Flüchtlingskrise, da haben wir einen Landrat erlebt, der übrigens, wie viele andere Kommunalpolitiker auch, beherzt zugepackt hat, der nicht lange gefragt hat, wie können wir die Zahl der Flüchtlinge auf Bundesebene verringern. Natürlich beschäftigt einen das auch, aber der erstmal zugepackt hat und dafür gesorgt hat,
dass es genügend Notunterkünfte für Flüchtlinge gibt, dass die so organisiert werden, dass viele Freiwillige helfen können und dass es keine unnötigen Konflikte in diesen Einrichtungen gibt. Ich finde, mit Hilfe der vielen Freiwilligen hat die Kommunalpolitik und insbesondere Bernhard Reuter gezeigt, wie gut Politik in kritischen Situationen funktionieren kann. Bernhard, dafür auch ganz herzlichen Dank. Und wenn ich jetzt sehe, dass es natürlich im Augenblick in Deutschland einen Vormarsch der Rechtspopulisten gibt und derjenigen, die diese Flüchtlingskrise benutzen wollen, um daraus ein politisches Süppchen für die Spaltung unserer Gesellschaft kochen zu können, die davon politischen Nutzen ziehen wollen, dann war für uns in Göttingen immer klar, da müssen wir voll gegenhalten. Und deshalb, sag mal, haben die Rechtsextremisten hier bisher auch so gut wie keinen Fuß auf die Erde gekriegt. Und ich fand es hervorragend, dass Bernhard als Landrat einer der ersten war, der auf den Gegenveranstaltungen zu diesem berüchtigten Freundeskreis Niedersachsen-Thüringen in Duderstadt geredet hat. Und ich fand es auch ganz hervorragend, Bernhard, dass du in Dransfeld gleich zur Stelle warst, zusammen mit Matthias Eilers, unserem Bürgermeister in Dransfeld, der sofort einen Bürgerprotest organisiert hat. Und du warst der Erste, der da gesprochen hat. Auch das, finde ich, zeichnet dich aus. Bernhard ist einer, der die Themen anpackt, ob es Mobilität ist, ob es Krankenversorgung ist, ob es die Frage der Ärzteversorgung im Landkreis, im ländlichen Raum ist, ob es um die Ausweisung neuer Baugebiete geht. All das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen in den nächsten Jahren. Mobilität ist ein Punkt, um den er sich sehr zentral gekümmert hat. Wir haben im Rahmen des Projektes E-Mobilität vor Leben enorme Drittmittel einwerben können. E-Mobilität ist eine große Chance, die Mobilität in der Region insgesamt zu verbessern. Bernhard hat in seiner Antrittsrede vor der Delegiertenversammlung in Göttingen im Februar 2011 gesagt, er sei vielleicht ein wenig zu zurückhaltend. Richtig ist, Bernhard ist ganz sicher kein übertriebener Selbstdarsteller und lehnt so etwas auch ab. Er ist ein ehrlicher Arbeiter, der keine langen Reden hält, vielleicht darf er gleich, wenn er sich vorstellt, etwas länger reden, aber der üblicherweise keine langen Reden hält, sondern der anpackt und der ein hohes Maß an Kreativität und Gestaltungswillen hat. Einer, dem wir wirklich anvertrauen können, wieder 5 Jahre Landrat zu werden in Göttingen und dafür zu kandidieren. Und ich glaube, mit dir, Bernhard, können wir den Menschen das Gefühl vermitteln, da ist ein Landkreis, da ist unser Gemeinwesen in guten Händen. Dafür wollen wir dich unterstützen, dass du ein sehr gutes Ergebnis bekommst. Und deshalb schlagen wir dich vor und freuen uns jetzt auf deine Rede. Vielen Dank.